Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Eine Bemerkung am Anfang, bevor es mit dem Spotlight losgeht. Oder beziehungsweise wie ich überhaupt auf dieses Spotlight gekommen bin, haben wir selber aus dem Workshop gesucht. Und es ist ein Produkt eines YouTubers, der einen sehr guten Kanal hat mit sehr guten Videos. Schaut da unbedingt mal vorbei. Also wenn ihr auf Planet Coaster steht, schaut auf diesem Kanal vorbei. Und ja, in einem seiner Videos hat er uns quasi schon fest versprochen, also er hat gesagt, vielleicht, das ist quasi fest versprochen, dass er die Geisterbahn in den Workshop hochlädt, wo er gebaut hat, ne? Und dann habe ich geschaut im Workshop, weil ich es halt vorstellen wollte und da ein Spotlight machen, weil die sehr gut finde, die Geisterbahn, und keine Geisterbahn da. Keine Geisterbahn, obwohl er ja gesagt hat, er wird irgendwie, geht gar nicht, haben wir gedacht, so, dann such mal was anderes von seinem Workshop, ne? Bevor jetzt irgendwer kommt und sagt, hey, aber und überhaupt und wie kannst du nur und der Knork ist doch so toll. Ja, stimmt schon. Für alle, die hier irgendwie meinen, das Ganze ist ernst gemeint, habe ich hier was gebastelt. Mit ganz toller Schriftart, die man nicht lesen kann. Die ich jetzt nur ändere, nur damit du das Schild besser sehen kannst. So, jetzt kann man es lesen, ne? Top vorbereitet wie immer, das hier. Also, hier ein Ironieschild. Soll ein bisschen ironisch sein, ne? Ganze, weiß Bescheid. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was er sonst so im Workshop hat. Wenn ihr schon keine Geisterbahn habt zum Vorstellen, dann mal was anderes vorstellen. Also sein Pack hat er so die Teetassen hochgeladen. Weil der WOD-Ride wird ja auch nicht fertig. Jetzt dachte bin ich, brauche ich ewig für meinen Tempel. Aber nö, der VOD-Ride, der braucht glaube ich nur ein bisschen länger. Ja, wie heißt das Ding? Teacups. Teacups, da haben wir es ja vom Knork. Ne? Und was sehe ich als erstes? Dreh das Ding mal. Keine Platzierungshilfe da. Geht ja schon gut los. Weiß überhaupt nicht, wie hoch oder wie tief ich das bauen soll. Muss ich jetzt wieder raten. Ganz toll. Das mag ich mal gar nicht. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ungefähr so hoch ist. Aber weißt du, Platzierungshilfe wäre top. Weiß Bescheid. So, schauen wir uns das an. Was auch nicht hier ist, sind so Platten, wie man die Wege zu bauen hat. So. Schauen wir hier mal ein bisschen rum. Ja, ganz nett. Also ich möchte ja schon ein bisschen kritischer sein hier. Einfach weil ich sauer bin, dass es noch keine Geisterbahn gibt. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir das sehr gut gefällt. Dieser Pergola. Soll das ein Pergola sein? Keine Ahnung. Mit dem Dach aus Grün. Sehr schön, sehr viele Lampen. Sieht nachts bestimmt gut aus. Ja gut, die Körbe hier,
Hat er die Lampen wenigstens ein bisschen gedreht oder sind die immer gleich? Ja. Wurde jetzt nicht... Doch, die wurden tatsächlich gedreht. Okay. Ja, immerhin das, wenn es schon keine Platzierungshilfe gibt, dann... So. Dann schauen wir mal, ob ich den Eingang hier auf Anhieb filme, wenn es keine Wegweiser gibt, wo ich hin muss. Komplizierte Wegführung hier. Ich denke, dass es hier geht. Ja, war natürlich der Ausgang. Tja, mit Wegeplatten, Platzierungshilfe wäre das nicht passiert. So. Haben wir nur ein schönes Heckenlabyrinth. Und dann ist man da. Okay, der Springbrunnen, das ist dann Bewässerungsanlage für die Hecke hier. Sollte da nicht irgendwie Brunnen drunter sein? Meine ja nur. So. Aber nun gut, ich glaube, der spielt das Spiel noch nicht so lange. Kann ja mal passieren. Und das ist ja schon ein bisschen älterer Blueprint. Aber für das muss ich tatsächlich sagen, sieht das sehr gut aus. Gefällt mir. Na gut, dann fahren wir mal ein bisschen damit. Wenn wir schon so ein Flatride haben, dann fahren wir natürlich auch damit. Testen. Reinsetzen. Du, sieht schon nett aus. Hammer Musik. Ja, Hammer. Ja, ganz nett. Sehen wir es uns nur in der Nacht an. Das war falsch. Dabei bin ich doch normalerweise so ein Mensch, der das Spiel dominiert. Und dann passiert mir sowas. Tja. So. Ja, Beleuchtung. Ist okay. Ist okay. Na gut, dann soll man nur bewerten. Nein, Bewertung mache ich nicht. Es ist wirklich schön gebaut und also rein von der Verarbeitung her muss ich tatsächlich sagen, ist es gut. Aber es ist halt keine Geisterbahn, ne? Würden wir alle auf die Geisterbahn warten, ist es aber nicht. So. In diesem Sinne, ich hoffe, du verstehst ein bisschen Spaß. Und... wenn nicht, schreibt mir einfach irgendwelche Drohungen in die Kommentare. Danke fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.